Sie recht herzlich bei Ländle TV Der Tag begrüßen. Heute gibt es einige Eindrücke vom Open House bei Harley-Davidson Vorarlberg, Bilder vom Tanzcafé am Arlberg und Peter Hinterecker präsentiert das Kachelmann-Wetter. Die Temperaturen werden wärmer, die Motoren laufen heiß. Harley-Davidson Vorarlberg lud zum Open House. Wir waren mit dabei und haben einige Bilder für Sie zusammengefasst. Der Einladung folgten Anhänger aus allen Regionen. Mit im Gepäck Lederjacke und Kultmaschinen. Denn in einem sind sich die Harley-Davidson-Liebhaber einig. Harley-Davidson-Fahren ist ein eigener Lifestyle und auf dem Rücken eines Motorrads wird der Begriff Freiheit zu neuem Leben erweckt. Die eigenen Motorräder sind ihr Heiligtum und besonders ihr erstes Modell bleibt gut in Erinnerung. Das war natürlich Emotion pur, die erste Harley. Ich wurde ein kleines was umgebaut, ich wurde was neu gemacht. Die Werkstatt da ist wirklich super klasse. Sehr, sehr gute Mechaniker, der Service überhaupt ist gut, nette Leute. Das ist einfach angenehm, wie man da sieht, eine tolle Party, da läuft da was. Ja, Harley-Davidson fahren ist einfach was anderes als sonst Motorradfahren. Wie soll ich sagen, es ist ein Lebensstil, es ist eine andere Art von Freiheit. Man fährt da nicht wie ein Wahnsinniger, man heizt nicht so dahin. Ein bisschen sehen und gesehen werden vielleicht da. Ja, das macht es eigentlich aus für mich. Ich fahre mit. Ich fahre nicht selber, aber immer mit. Auf dem Harley bist du einfach frei. Also ich fahre schon seit 1989 Harley-Davidson und bin der Marke eigentlich immer treu geblieben. Meine erste Harley, die habe ich 1989 gekauft. Das war ein Shufflehead, Starrahmen. Das kannst du also nochmal vergleichen mit den Motorrädern, die es jetzt gibt. Das war ganz was anderes. Viel geschraubt, wir sind gefahren, mehr geschraubt wie gefahren. Aber es ist jetzt nicht mehr so. Also jetzt sind zuverlässig die Motorräder und ich bin schwer zufrieden. Und würde auch nie was anderes fahren. Johnny, jetzt sind wir da bei Harley-Davidson. Du bist ein bekennender Harley-Davidson-Fan und hast jetzt eine wunderschöne neue Maschine gegönnt. Ja, genau. Das habe ich jetzt gemacht und ja, mein Jugendtraum ist jetzt in Erfüllung gegangen. Ende Mai kriege ich sie. Was will das Herz mehr? Einmal Harley, immer Harley, so lautet also das Credo bei Harley-Davidson Vorarlberg. Bei uns geht es weiter mit den Meldungen des Tages. Arbeitslosenzahlen weiter sinkend. Laut Arbeitsmarktservice sind derzeit etwas mehr als 9.500 Personen arbeitssuchend gemeldet. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr rund 1,2% weniger ohne Job. Das Wirtschaftswachstum tut den Beschäftigungszahlen gut und dürfte nach neuesten Prognosen länger anhalten. Und schwerer Sturz mit Mountainbike in Götzis. Ein 43-jähriger Mann fuhr am Sonntagabend mit seinem Mountainbike auf der Bergstraße talwärts. Höhe Haus Nummer 34 geriet er ohne Fremdverschulden über den rechten Fahrbahnrand und stürzte infolge ca. 8 bis 10 Meter über eine steil abfallende Böschung. Der 43-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Das Musikfestival zum Sonnenskilauf Tanzcafé Arlberg lockt wieder zahlreiche Gäste nach Lechzürs. Einige Impressionen vom Tanzcafé sehen Sie jetzt. In den ersten beiden Aprilwochen tummeln sich wieder internationale Spitzenmusiker in den Bars und auf den Sonnenterrassen der eleganten Lecher und Zürcher Hotels. Tanzcafé Arlberg ist ein Musikfestival, das wir dafür erdacht haben, dass wir nicht nur das Skifahren im März und April propagieren können, sondern damit wir auch etwas Entertainment auf der Piste haben. Und es ist auch eine kleine Hommage an die früheren Zeiten des Après-Skis. Also 22 Konzerte, die wir in den nächsten zwei Wochen, beginnend mit heute, abhalten werden. Sie werden auf verschiedenen Plätzen, auf verschiedenen Terrassen, in verschiedenen Hotels, in verschiedenen Clubs stattfinden. Und es wird sowohl nachmittags als auch Abendveranstaltungen oder Konzerte geben. Und die Bands kommen aus ganz Europa und es wird ein ganz tolles, buntes und hochwertiges Musikprogramm.
Beim Tanzcafé wird die Sonnenterrasse inmitten der Skipiste zum Parkett, die Hotelbar zum 5-Uhr-Teesalon, die Lounge zum schummrigen Jazzclub, die Lobby zum Ballsaal und der Skischuh zum Tanzschuh. Soweit zum Tanzcafé und bei uns geht es weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Innenminister Wolfgang Sobotka war am Montag in Vorarlberg bei der KSÖ-Preisverleihung zu Gast. Zuvor besuchte er die VN und sprach mit den Redakteuren über die Personalsituation in Vorarlbergs Polizei, über die Situation in der Bundesregierung und über Staatsfeinde. Die berüchtigte Nigeria-Connection schlägt auch in Vorarlberg zu. So wurde eine Vorarlbergerin zum Opfer eines Vorschussbetrugs via Internet. Sie hatte in der Hoffnung, Teilhaberin eines großen Erbvermögens zu werden, 1.800 Euro an die kriminelle Organisation überwiesen. Und am 3. Mai beginnt in Vorarlberg die schriftliche Zentralmatura. Gespannt sind alle Beteiligten im Land, vor allem auf Mathematik. Im Vorjahr fielen ein Drittel aller Vorarlberger Gymnasiasten in Mathe durch. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Tschüss. Grüß Gott, mein Mann. Jetzt muss ich wieder einmal vom Christberger Quellwasser trinken. Und wie das Wetter die nächsten Tage wird, das zeige ich euch gerade auch noch. Gut. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Schauen wir kurz zurück auf den vergangenen März. Vielen in Erinnerung die angenehme, schon fast frühsommerliche oder sommerliche Wärme jetzt in den letzten Märztagen und auch zu Beginn des Aprils und darum auch temperaturmäßig. Wenn wir vergleichen mit der langjährigen Norm, also über 30 Jahre gemittelte Temperatur, das sind 6,5 Grad knapp, die wir für Vorarlberg, fürs Rheintal haben. Und jetzt im Jahre 2017, also im vergangenen März, der war 3 bis 4 Grad zu warm. Also das hat man gespürt, deutlich zu warm. Und das ist sehr viel Abweichung, also was da in der letzten Zeit war. Es war also ein viel zu warmer Monat. Schauen wir niederschlagsmäßig, also Regen- und Schneemäßig. Schneemäßig ist ja nichts mehr passiert. Da warten wir eigentlich, oder die Skigebiete warten noch auf den Schnee, damit sie bis zu Ostern die Saison verlängern können. 90 Liter pro Quadratmeter ist der langjährige Durchschnitt bei uns, aber doch zu viel gefallen. Das vor allem verdanken wir zwei Niederschlagsereignissen um den 9. 10. März herum und dann noch einmal um den 18. März. Da hat es ordentlich geregnet. Jetzt aber Blick auf die nächsten Tage. Es gibt weiterhin einige Schauer und Gewitter. Wir haben eine labile Luftmasse, sprich die Luft ist turbulent, sie steigt auf, es quillt, es gibt Quellwolken und es gibt auch regional dann sehr unterschiedlich lokal begrenzt diese Regengüsse und Gewitter. Das auch am Dienstagmorgen, auch vor allem da eigentlich ein untypischer Tagesgang. Vor allem in den Morgenstunden und am Vormittag ziehen schon einige Regengüsse und zum Teil Gewitter über uns hinweg. Danach ein paar Stunden aufgelockert, Sonne, Wolken gemischt, bevor sich dann im Laufe des Nachmittags speziell Richtung Hinterwald, Arlberggebiet und ins Montafon hinein neue Schauer bilden. Temperaturmäßig starten wir mit 7 bis 9 Grad in den Tag. Am Nachmittag sind so 13 bis maximal 15 Grad dabei. Also mäßig temperiert, nicht mehr so warm wie zuletzt. Apropos Gewitter. Auf kachelmannwetter.com gibt es eine Blitzanalyse ganz neu. Sie können dort hineinklicken auf die Regionen und dann auf die Blitze klicken. Und da erhalten Sie genau Informationen über, wo es eingeschlagen hat, über die Stärke der Gewitter und so weiter. Also, es lohnt sich, kachelmannwetter.com schauen, diese Blitzanalyse, da erhalten Sie detaillierte Informationen. Noch kurz zu den weiteren Aussichten. Am Mittwoch noch einmal dieser unbeständige Tag. Erneut einzelne Schauer, Temperaturen um 15 Grad. Donnerstag dann die Regengüsse klingen ab. Tagsüber dann nur 11 Grad, der Tiefpunkt der Temperaturen, bevor es dann Richtung Freitag und Wochenende temperatur- und sonnenmäßig wieder aufwärts geht. Das war's vom Wetter für Gott bei Ländle TV.